Martin Bauer an dem Ort, der sein Leben geprägt hat. Streufdorf in Thüringen. Die frühere Westgrenze ist nur 2 Kilometer entfernt. Hier wächst Martin Bauer auf. Mit Eltern und Geschwistern lebt er in diesem Haus. Bis zum 5. Juni 1952. Früh um 4 ging es dann los, kam die Polizei, klopfen, Ausweise verlangt, abgenommen, mitgeteilt, dass wir bis um 6 Uhr, das war früh um 4, dass wir bis um 6 Uhr packen können, das Notwendigste, auf dem LKW, den die Polizei mitgebracht hatte, das Notwendigste packen können und bis um 6 Uhr den Ort verlassen müssen. Hals über Kopf müssen 16 Streufdorfer Familien raus. Aber nicht nur hier, überall im Grenzstreifen klopfen Polizisten nachts an die Haustüren. 8000 Menschen werden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Aktion Ungeziefer nennen die DDR-Behörden die Räumung. Nazi-Jargon. Den Leuten bleibt keine Wahl. Sie werden abgeholt, weg von der Grenze. Nicht so in Streufdorf, Martin Bauers Heimat. Da regt sich Widerstand. Meine Eltern, Ur-Streufdorfer, und plötzlich kommt die Polizei und will uns vertreiben. Der Schock war groß. Dann sind meine Eltern, meine Mutter, meine Großmutter zu den Nachbarn, haben geweckt, haben die Verwandtschaft geweckt. Dabei bleibt es nicht. Jemand läutet die Kirchenglocken. Alle sollen es wissen. Ungeheuerliches geschieht im Dorf. Und dann in wenigen, ich möchte nicht sagen Minuten, aber es hat keine Stunden gedauert. Und dann war das halbe Dorf bei uns in der Gasse. Und bald füllt sich auch der Dorfplatz am Brunnen. Mit dabei Karl Westhäuser, Martin Bauers Schulfreund, damals 16 Jahre alt. Die Jungs stellen sich vor die Lastwagen, die die Dorfbewohner abholen sollen. Ich kann mir das noch genau vorstellen, wenn da 50 oder 80 Menschen stehen oder 100 Menschen. Der erste LKW, da musste erstmal anhalten. Ich habe da zum Beispiel auch mit einem Fahrer und den Volkspolizisten dazu angesprochen und gesagt, schämt ihr euch nicht als Deutsche, sowas zu machen? Und ich kann mich genau entsinnen, wie der Volkspolizist, der junge Fobo, zu dem Fahrer sagte, die Leute haben recht. Für seine Aufmüpfigkeit landet Westhäuser im Stasi-Knast. Ob er sein Elternhaus je wieder sieht, weiß er nicht. Auch seine Familie wird zwangsweise ausgesiedelt. Die Angst, wir kommen nach Sibirien. Wir haben in der Schule viel von Frieden, Freundschaft, Völkerverständigung gehört. Und plötzlich kamen unsere deutschen Mitbürger, ich sage leider, unsere Landsleute, und haben sich schlimmer benommen als die russischen Besatzer in den Jahren vorher. Sie kommen nicht nach Russland. Die aufständischen Streufdorfer werden nach ein paar Stunden mit Gewehrkolben niedergeprügelt und anschließend irgendwo in der DDR angesiedelt. Das Gebiet an der Westgrenze will die Ostberliner Staatsführung besonders gut kontrollieren. Die Aktion Ungeziefer zielt scheinbar willkürlich auf Gastwirte, Bauern, Selbstständige. Wichtig ist vor allem bei dieser Frage, wer musste raus, dass es dabei immer einen Faktor auch von Willkür gab. Und das war ganz wesentlich, denn wenn sich die Zurückbleibenden nicht erklären konnten, warum nun der gerade ausgesiedelt wurde, dann war natürlich die einschüchternde Wirkung für die Leute, die da blieben, noch viel stärker. Und das soll der Dauerzustand bleiben. 1400 Kilometer lang ist die Grenze. Zum Westen streng abgeriegelt, aber auch zum Osten. Das Sperrgebiet, 5 Kilometer breit, hier ist das Leben noch mehr eingeschränkt als ohnehin in der DDR. Volkspolizisten wie Richard Feltum kontrollieren, wer aus der übrigen DDR ins Grenzgebiet darf. Wer hier Verwandte hatte außerhalb des Grenzgebietes, der musste 4 Wochen vorher einen Antrag stellen auf Einreise auf Passierschein. Und diese Passierscheine wurden dann ausgestellt und übergeben und dann konnten die Angehörigen ins Grenzgebiet einreisen. Und auch wenn die Teilung und die Grenze in den folgenden Jahrzehnten zum DDR-Alltag gehörten, die Zwangsräumungen aus dem Sperrgebiet hat dort bis zum Schluss niemand vergessen. Die Zwangsaussiedlung haben eigentlich die Menschen immer bewegt. Und im Hintergrund hatten viele auch die Sorge und die Angst, wenn ich hier auffällig werde, dann schaffen sie mich weg. Also das war schon auch noch präsent, auch zur Zeit der Wende.
Und nach der Wende 89? Viele Zwangsausgesiedelte waren frühzeitig in den Westen geflohen. Als sie jetzt wieder in ihre Heimat zurück dürfen, sind sie hier alles andere als willkommen. Ich wurde mehrfach als Illegaler bezeichnet, als Republikflüchtiger und so weiter. Und zwar nach 1990, 91, 92. Mir wurde das auch schriftlich mitgeteilt vom Vermögensamt in Hildburghausen, dass ich die DDR illegal verlassen habe, ohne mich polizeilich abzumelden. Auch Martin Bauer kehrt zurück. Abseits vom Dorf baut er mit seinen Söhnen einen neuen großen Bauernhof. Gegen den Widerstand der Behörden. Sein Eindruck, sie wollen uns hier nicht haben. Ich habe dann immer zu meinen Söhnen gesagt, Männer, Zähne zusammenbeißen, wir müssen schweigen. So gut wie es geht, nicht unangenehm aufhalten. Nach der Wende? Nach der Wende, beim Anfang. Ne? Ja. Das ist ja wie vor der Wende. Und dann, ja, da ist bis heute noch kein Unterschied. Von Wiedergutmachung oder gar Entschuldigung ist keine Rede. Aber für die beiden zählt nur eins. Sie dürfen zurück in ihr Heimatdorf, aus dem sie vor 60 Jahren vertrieben wurden.